Die deutsche Bundesregierung hat Moskau aufgefordert, endlich bei der Aufklärung des Giftanschlags auf Sergei Skripal und seine Tochter in Großbritannien mitzuarbeiten. Knapp 6 Wochen nach dem Attentat auf den früheren russischen Doppelspion und seine Tochter Julia hatten unabhängige Experten der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen, OPCW, den von Großbritannien vermuteten Einsatz des Nervengiftes Novichok bestätigt, aber keine Hinweise auf Täter oder Drahtzieher geliefert. Der britische Außenminister Boris Johnson sagt, der OPCW-Bericht stütze seine Schlussfolgerung, dass Russland für den Anschlag verantwortlich sei. Nur Russland hat die Mittel, ein Motiv und die Erfahrung. Für kommenden Mittwoch habe man zu einer Sitzung des OPCW-Exekutivrats aufgerufen. Die russische Regierung wies die Verdächtigungen erneut zurück. Russland hatte vergeblich gefordert, an der Untersuchung des Anschlags beteiligt zu werden. Der Skripal-Fall hatte zu einer schweren diplomatischen Krise geführt. Dutzende Diplomaten wurden wechselseitig ausgewiesen.